So, Hallöchen, meine lieben Freunde der Zwergenfestungen und auch der Sonne und des Mondes und auch der Sterne oder was auch sonst immer. Herzlich willkommen zum heutigen kleinen Dwarf Fortress Video. Wie ihr seht, das Spiel habe ich heute gar nicht offen. Ich habe stattdessen hier eine lustige kleine Webseite offen, nämlich ja, den Dwarf Fortress Newsfeed hier auf Steam, sage ich mal. Denn es gibt einige sehr interessante Announcements und News, von denen ich mir dachte, die zeige ich euch einfach mal. Für die von euch, die das Ganze vielleicht noch nicht gesehen haben oder verpasst haben oder was auch sonst immer. Übrigens für die von euch, die schon länger auf meinem Kanal dabei sind, keine Sorge. Ich werde, denke ich mal, die Anfänger-Guide-Serie noch ein bisschen weiter fortsetzen. Ich habe da noch ein paar Pläne für diese Festung. Nicht allzu viel, aber da werden noch ein, zwei Folgen von kommen. Und auch generell mit meinen Dwarf Fortress Kurztipps und so weiter. Da kam letzte Zeit auch nicht so viel. Da geht es auch mit weiter. Also keine Sorge. Es wird weiterhin Dwarf Fortress Content auf meinem Kanal kommen. Aber ich spiele in letzter Zeit einfach generell nicht so viel Dwarf Fortress. Zum einen das. Zum anderen freue ich mich irgendwie auf den Adventure Mode. Und da werde ich auf jeden Fall einiges zu hochladen, denke ich mal. Wenn er denn rauskommt, denn darum soll es heute gehen. Um den Adventure Mode, wie ihr hier seht. Das ist, was wir uns heute hier ansehen werden und besprechen werden. Und so weiter und so fort. Das wird hoffentlich ganz, ganz wunderbar und großartig. Mit dem kenne ich mich nämlich selber noch nicht so mega aus. Ich habe ihn zwar schon in der alten Classic-Version quasi gespielt, in der Pre-Steam-Release-Version, aber im Steam-Release gab es den bisher halt ganz einfach noch gar nicht. Und da wurden jetzt einige lustige Dinge zu announced. Zum einen am 4. Oktober und jetzt vor kurzem, vor einer Woche oder vor 2 Wochen, kam nochmal ein News-Post und ich dachte mir so, ja komm, nimmst du einfach mal ein News-Video auf für die Leute, die das noch nicht mitgekriegt haben. Um es heute mal ohne Facecam, ich hatte einfach keine Lust, jetzt die Facecam anzuschmeißen. Ich glaube, die wird jetzt auch nicht so mega nützlich sein bei diesem Video, deswegen habe ich es einfach mal weggelassen, keine Ahnung. Hatte ich heute einfach jetzt keine Lust drauf. Wie auch immer, ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Nämlich, das ist der erste Post, den es dazu gab. Ich glaube, davor der Post war irgendwie so ein Patchlog oder was auch immer. Irgendwie ja fix für Linux und dann davor irgendwie. Da wo ich glaube, hier mit diesem Patch hier am 19. September wurde übrigens hier, glaube ich, dieser Ammo-Bug gefixt. Ich weiß nicht, ob es irgendwo steht. Aber ja, ich glaube, irgendwie hier steht das. Da Ammo-Assignments Update properly, blablabla. Also da wurde der Ammo-Bug eigentlich gefixt, dass man das Ammo assignen kann und so weiter. Das war irgendwie am 19. September. Dann gab es hier noch irgend so einen kleinen Bug-Fix, whatever. Und dann haben wir hier das interessante, relevante Announcement, nämlich die Adventure Mode Roadmap. Es wurde nämlich jetzt endlich announced, dass es bald TM, es ist unklar wann. Ich glaube, es steht hier auch nirgendwo drin. Hopefully not too late next year, also nächstes Jahr 2024 wird das Ganze wahrscheinlich rauskommen. Ich vermute mal in Richtung Sommer bis Winter, in dem Segment des Jahres, würde ich jetzt mal vermuten. So wie ich das Dwarf Fortress Dev Team kenne. Entweder gegen Ende nächstes Jahr oder Anfang übernächstes Jahr vielleicht sogar erst, wenn es hier steht, not too late. Ich weiß nicht, ich könnte es mir vorstellen, so ist das ja meistens. Da wird wahrscheinlich der Adventure-Modus nämlich endlich rauskommen. Denn es gibt in Dwarf Fortress eigentlich 2 Spielmodi. Also im Steam Release gibt es bis jetzt nur einen. Das ist nämlich der, oder beziehungsweise es gibt eigentlich 3 Spielmodi. Es gibt den Legends Mode. Das ist der, ich sag mal, am wenigsten interessante Modus irgendwo, also spielerisch. Da kann man sich halt nur so, ne, den Weltenlog, sag ich mal, angucken, was in der Welt so passiert, die generiert ist. Dann gibt es den Festungsmodus, den Fortress Mode. Das ist der herkömmliche, in Anführungszeichen, Modus, sag ich mal, den man in der Regel spielt, den man bis jetzt aktuell halt auch im Steam Release hauptsächlich spielen kann. Da gehst du halt hin und baust deine Festung. Und dann gibt es noch den Adventure Modus. Und viele von euch kennen den vielleicht gar nicht, den Abenteuer Modus. Das ist quasi so ein Modus vergleichbar zu, ich sag mal, Spielen wie, keine Ahnung, Elder Scrolls. Also so die ganzen Elder Scrolls Spiele oder die Fallout Spiele zum Beispiel. Generell so Rollenspiele halt. Oder vielleicht auch so ein, weiß ich nicht, Tabletop, D&D, was auch immer. Ja, also da spielt man, anstatt dass man den Festungsgott spielt, in Anführungszeichen, der quasi die Festung über, ne, also man spielt nicht den omnipräsenten Festungsmanager, sondern da spielt man halt einen einzelnen Charakter, eine einzelne Person, einen Abenteurer eben im Adventure-Modus. Und der geht dann halt auf Abenteuer. Und man kann da halt halt alles mögliche machen. Also auch da gibt es halt natürlich logischerweise, weil das Spiel halt, ne, das ist Sandbox-mäßig, auch da gibt es keine festen Quests oder sowas. Man stellt sich alle Ziele selbst, alles was man machen will, macht man selbst. Man kann aber halt unfassbar viel dynamischen Content quasi erleben, sag ich mal. Also man kann mit allen möglichen Leuten reden, mit NPCs, und die sagen dann so, hallo, ich bin der Klaus. Und dann sagst du so, yo Klaus, was hast du gehört? Und dann erzählt er dir so, ja hallo, ich bin Klaus der Ork, aber ich wohne hier in einem Menschendorf, undercover, und bis jetzt hat noch keiner gemerkt, dass ich mich nur als Mensch ausgebe, keine Ahnung, weiß ich nicht was. Und dann ne, also so also die Sachen, die man quasi so im Legends-Modus so liest, so von irgendwelchen Intrigen und weiß ich nicht was, und ne, keine Ahnung, das kann man dann quasi live in Farbe selber miterleben oder halt auch selber in die Wege leiten oder was auch immer. Das ist so der Adventure-Modus quasi. So, und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an. Hallöchen, wir sind hier mit einem brandneuen Development Roadmap Update, I guess, Outlining Our Plans for Adventure Mode. Also hier werden jetzt die Adventure Mode Pläne announced und angekündigt. Das sind nur Estimates, das heißt, das ist, ne, nichts Festes, habe ich ja schon gesagt, hier steht irgendwas von Not Too Late Next Year, das muss nichts heißen. All we can say right now is not this year, also es wird wahrscheinlich noch garantiert ein bisschen dauern, beziehungsweise 2021 wird nichts mehr was mit dem Adventure-Modus, das dachte ich mir aber eh schon. Hopefully we will have more specifics soon. Das klingt aber irgendwo schon so, als wäre das Ganze schon recht weit, sag ich mal. Es kann also gut sein, dass es vielleicht doch nicht mehr so lange dauert. We know you've been waiting patiently, also ich habe das definitiv, ich freue mich sehr darauf.
An der Stelle noch mal kurz ein kleiner Ausflug in die alte Version von Dwarf Fortress. Der Grund, aus dem ich mich so darauf freue, ist, der Adventure-Modus wirkt auf mich immer sehr spaßig. Das Problem ist aber, der war immer sehr clunky zu nutzen. Also der war immer sehr, sehr, ich weiß nicht. Ich meine, generell, Dwarf Fortress ist jetzt ja nicht ein Spiel, das gerade dafür bekannt ist, so einsteigerfreundlich zu sein, sag ich mal. Vom UI her und so weiter. Aber gerade der Abenteuer-Adventure-Modus, der war immer so, oh, weiß nicht. Ich konnte merken, also ich habe immer gemerkt, da ist was da, was man, ne, spielen kann, aber das war immer so, es war nicht sehr einsteigerfreundlich und das UI war sehr clunky und das war irgendwie alles so, ich weiß nicht. Wenn das quasi mehr approachable gewesen wäre, hätte ich gesagt, so, jo, total cool, aber bis jetzt war mein Gefühl immer so, ja, es ist bestimmt cool, aber da reinzukommen ist irgendwie schwierig. So. Ja, also, we will be building on the Adventure Mode Framework that already exists, also anscheinend gibt es sogar schon ein Framework, interessant. Was irgendwo Sinn macht, weil, ne, logischerweise die Classic-Version hat den halt schon gehabt, logischerweise im Adventure-Modus. This is exciting because everything is working as intended and we just need... Oh, interessant. Das heißt also, es wird sich wahrscheinlich an der Clunkiness gar nicht mal so dermaßen mega viel verändern. Ob ich das gut finde, das sei mal dahingestellt. Wobei ich sagen muss, vieles von der Clunkiness kam halt zum einen daher, dass das Interface und die Grafik halt wirklich unter alles auf waren. Was ja hier, ne, we just need to add Interface and Graphics. Zum einen das und ich weiß nicht, also... Im Festungsmodus ist es ja auch so gewesen, dass man da halt so Shortcuts gehabt hat, die, wenn man die in Fleisch und Blut hatte, quasi, wenn die in Fleisch und Blut übergangen sind, dann waren die halt useful. Aber das Gefühl hatte ich im Adventure-Modus nicht. Also irgendwie die Adventure-Mode-Shortcuts, die man da hatte, waren halt so unintuitiv. Ich hoffe, dass sie das ändern, das ist relativ wichtig. So, first the basics. Which will let us actually see what's going on at all in the new art style. Also, ich glaube, so, Travel Map, we have a world map, but sites need hundreds of sprites. Das ist halt auch so eine Sache, das war immer ein bisschen unübersichtlich. Die Sites, also die Locations, die waren immer ein Pixelbrei, sag ich mal. Also von irgendwelchen lustigen Teils und weiß ich nicht was. Und ja, da musste man sich halt auskennen. Sag ich mal, das, also ohne Texture Pack sowieso, aber auch mit Texture Pack fand ich es immer teilweise ein bisschen schwierig. Also mit Tileset fand ich es teilweise ein bisschen schwierig zu erkennen, was da abgeht. Und die Tiles in der Steam-Version sind halt göttlich. Also die sind wunderbar. Da kann man alles erkennen. Das sieht alles wunderschön aus. Und ich hoffe, dass das im Adventure-Modus halt auch so bleibt und ist. So, das Main-Interface-Layout. Similar to Fortress Mode, where tile-based actions, information menus, das ist sehr schön, das klingt gut. There's also a Day-Night-Cycle. Ich weiß actually nicht genau, ob es den Day-Night-Cycle schon vorher gab, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ich glaube schon. Aber wahrscheinlich gibt es auch einen visuellen Day-Night-Cycle, dass es halt hell und dunkel wird und so weiter und so fort. Und eine Minimap gab es vorher, glaube ich, auch nicht. Also die gab es schon, aber da musste man, glaube ich, immer irgendwie auf M für Map drücken und das war auch alles sehr clunky. Das hier finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass das ja auch in den Festungsmodus irgendwie übernommen wird, dass man irgendwie so prozedurelle Portraits auch im Festungsmodus dann hat. We need to implement Carolyn's great portraits for the humans, elves, blablabla, and also get animal people displayed, every animal person. Ich meine, das ist halt mega cool, ne? Also, das ist halt cool. Vorher hatte man jetzt halt bis jetzt immer, wie gesagt, ich hoffe, dass es auch im Festungsmodus dann landet. Bis jetzt stand da halt immer, ja, der Zwerg Jurist, der Miner, keine Ahnung, hat grüne Haare und einen dicken Rauschebart. Und er trägt ein grünes T-Shirt. Und wie ihr seht, ne, also, okay, die Klamotten sind jetzt nicht farblich korrekt, sage ich mal, dargestellt hier an der Stelle, aber das kann ja auch noch kommen, eventuell. Aber das stelle ich mir halt so cool vor, wenn wirklich die Zwerge und alles dann hier, also wirklich die korrekten Portraits haben. Also, ne, dass hier die Bilder von den Charakteren halt wirklich korrekt sind. So, wenn da steht, der hat grüne Haare, dann hat er halt grüne Haare. Und wenn er pinke Haare hat, hat er halt pinke Haare. Oder braune Haare oder was auch immer. Hier gibt es ja auch verschiedene Frisuren. Finde ich sehr cool. Ich fände es cool, wenn es das, wie gesagt, auch in den Festungsmodus reinschaffen würde. Das würde nochmal so ein bisschen, weiß ich nicht, so den letzten Schliff adden, sag ich mal. Dann wäre das Ganze noch ein bisschen immersiver, sag ich mal. Ein bisschen mehr immersive. Dass die Charaktere halt wirklich so aussehen. Wie sie quasi aussehen in ihren Portrait-Shots halt. Once we have this framework, we'll just start doing the actions and menus one at a time. Ja, macht Sinn. Also wenn sie ihr Framework da zusammengebastelt haben, dann werden sie nach und nach Dinge hinzufügen. Ich bin mir, also das liest sich so ein bisschen so, als würden sie es vielleicht sogar releasen, wenn das Framework fertig ist und dann nach und nach werden sie quasi in Patches die Sachen nachpatchen. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Vielleicht finde ich es sogar besser, wenn sie eher so die größtenteils fertige Version releasen würden und nicht viele Dinge noch nachpatchen müssten, weil ich würde honestly at this point, glaube ich, sogar lieber ein bisschen länger warten und dann halt eine fertige Version kriegen, als dass sie so ein halbfertiges Ding rausbringen und dann Leute so rummeckern, das geht gar nicht, das ist voll doof und dann packt es keiner mehr jemals an, sag ich mal. So sind Menschen ja, ganz gerne schon mal. So, wir lesen mal weiter. Wobei dann wiederum kriegen sie auch Early Feedback natürlich. Ne? Also wenn sie jetzt eine verfrühte Version quasi releasen, würden sie auch schon verfrühtes Feedback kriegen. Nach dem Motto, so das und das funktioniert nicht, das müssen wir nochmal bearbeiten und so weiter und so fort. Also es hat alles einen Vor- und Nachteil natürlich. Gut, lesen wir mal weiter. Kompletter Keyboard- und Maus-Support für alle Playstyles ist auch geplant, cool. Actions are challenging because they can be initiated by clicking the play area through buttons and hotkeys or by accessing a full list. There must be several ways to perform the same action based on context, playstyle and input method. Can you guess what the buttons below do? Okay, das finde ich aber gut. Also
Das klingt jetzt wieder ein bisschen übertrieben, dass man anscheinend alles Mögliche machen kann, indem man draufklickt, Knöpfe, also Hotkeys drückt, Knöpfe drückt oder durch irgendeine Liste scrollt und es dann da auswählt. Aber es ist halt schon nice, ne? So, dass man die Möglichkeit hat, dass man vielleicht irgendwie auf den Knopf hier drückt, zum Beispiel auf den hier, zum, weiß ich nicht, Abschlachten von Tieren oder so zum Beispiel, keine Ahnung, oder was weiß ich. Das ist bestimmt ein Kletterknopf. Das sieht aus wie Klettern irgendwie, weiß ich nicht. Zum Beispiel, dass man vielleicht hier so einen Kletterknopf hat und dass man aber vielleicht auch einfach irgendwie C für Climb drücken kann zum Klettern. Oder, keine Ahnung, C ist, glaube ich, ist C nicht Taken für Kamerahöhe ändern? Ich glaube schon. Ja, dann wird C wahrscheinlich nicht, vielleicht ist dann L, Climb, also CL, ne? Das ist vielleicht L der Kletterbind, keine Ahnung. Irgendwie sowas, ne? Dass man dann irgendwie so einen Hotkey hat, aber auch diesen Knopf und was auch immer. Das sieht aus wie Springen, keine Ahnung. Das sieht aus wie Reden. Das finde ich aber auch cool. Ich glaube, das gab es auch schon in der Steam-Version, ich bin gerade überlegen. Aber das war, glaube ich, richtig clunky, das zu nutzen. Man konnte aber, glaube ich, schon in der Steam-Version, glaube ich, irgendwie Gedichte lernen und also einen Spaß und konnte dann selber Gedichte aufsagen oder Instrumente spielen. Ich finde, das ist halt das Coole am Adventure-Modus, ja. Also das ist halt wirklich nicht nur so wie in Skyrim, so, oh, ich töte den Gegner und nehme das Schwert von ihm und dann habe ich ein besseres Schwert und dann rede ich mit dem NPC und habe den vorgenerierten Quest-Dialog und wähle dann eine von drei Optionen aus, die sowieso alle zum selben Endergebnis in den 99% der Fälle führen. Sondern nein, du kannst halt wirklich mit jedem NPC reden, jeder hat irgendwie seine eigene Backstory. Die ist nicht immer unbedingt mega interessant, weil es halt pseudo-randomly generated ist. Logischerweise ist das nicht immer alles super interessant. Aber es kann sehr interessant sein, es können die absurdesten Stories dabei rauskommen, sag ich mal. Ihr könnt in irgendeine Taverne gehen und da, weiß ich nicht, Radau machen, ihr könnt euch komplett zusaufen und dann irgendwie auf Tisch tanzen. Keine Ahnung, das geht halt alles. Das ist das Coole halt. Und ja, das hier scheint irgendwie ein Mount-Menü zu sein. Das ist wahrscheinlich hier Gear-Menü, das ist Backpack. Das wird die Weltkarte sein, das wird irgendwie eine dedizierte Taste zum Schlafen oder Resten sein oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht ist das hier eine Crafting-Taste? Ich weiß nicht. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Aber gut, wir lesen mal weiter. Aber find ich cool. Allein dieses Icon hier zu sehen, hier dieses Sing- und Tanz-Icon, hat mich direkt wieder, hat mir direkt wieder dieses Flashback gegeben, warum der Adventure-Modus halt Theorie im Konzept immer so cool war, aber ich bin halt nie so richtig reingekommen. Ich hoffe, wie gesagt, dass das besser wird im Steam-Release. Da werde ich dann auf jeden Fall eine dicke, weiß nicht, Let's Play, was auch immer, zu aufnehmen. Das wird sehr, sehr cool. Machen wir mal weiter. Meta Features. These are the biggest risk items, each of which hopefully isn't more than a few weeks. Das sind also die schwierigsten Sachen für die Devs hier an der Stelle, die jetzt hier aufgezählt werden. Aber es ist schwer für sie zu sagen, wie lange es wirklich dauern wird, da es viele Untersysteme gibt und offene Designfragen. Ja, das ist verständlich. Das wäre einmal das Inventarsystem, das Kampfsystem, das Konversationssystem und der Charaktergenerator. Sowas, Equipping Items and Containers are trickiest part here. You can wear multiple shirts. Ja, das ist halt so ein Dwarf Fortress Engine Ding, dass man irgendwie 5 T-Shirts gleichzeitig anziehen kann übereinander. And Nest Containers as deep as you like. Okay, also man kann. Das ist so ein bisschen Escape from Tarkov mäßig, schätze ich mal, dass man irgendwie 5 Rucksäcke ineinander reinstecken kann und 5 T-Shirts übereinander anziehen kann. Video Interface will have to handle this with both Keyboard and Mouse. Oh, okay, also so nicht mal so eine Balancing-Frage. Das ist für die also keine Balancing-Frage oder sowas, das ist einfach nur so eine Interface-Frage. Interessant, dass das Balancing. Aber finde ich auch cool so, dass du als Spieler halt selber sagen kannst, so, wenn ich das Spiel komplett cheesen will, ziehe ich mir halt 5 Plate-Mails übereinander an. Und dann come at me, Bro. Dann kannst du ja gerne versuchen, mich zu schlagen oder mir einen Kratzer zuzusetzen, wenn ich 5 Plate-Mails anhab. Das wird nicht passieren. So, Combat Striking and Wrestling. Wrestling will be a bit of a doozy, as there's a lot of physical and physical or anatomical complexity. Oh, interessant. Ja, das weiß ich auch noch. Das war ein bisschen clunky, aber eigentlich ein echt cooles System. Aber das Kampfsystem war generell ein bisschen sehr clunky, fand ich. Das war ein bisschen zu krass detailliert, vielleicht, aber irgendwo auch nicht. Es ist halt schon cool. Du kannst im Adventure-Modus, das weiß ich nämlich auch noch, du kannst im Adventure-Modus was hingehen und kannst wirklich bei NPCs sagen, also in einem anderen Spiel sagst du, ja, ich schlag den jetzt und dann schlägst du den. Und in Dwarf Fortress sagst du so, nein, ich schlag ihn nicht, ich schlage ihn spezifisch in den linken Ringfinger und dann schlägst du ihm in den linken Ringfinger. Oder ich greife mir jetzt seinen linken Daumen und dann sagst du so, weiß ich nicht, den halte ich jetzt fest, dann greife ich mir seine rechte Hand. Und dann im nächsten Schritt sagst du dann, ich beiße jetzt ihm einen Finger ab oder so. Keine Ahnung. Also so ganz absurd, hyperdetaillierten Bums kann man da machen. Es ist komplett bescheuert, aber es ist halt auch, es gehört irgendwie dazu. Ja? Es ist so ein Dwarf Fortress-Ding. Es wäre nicht Dwarf Fortress, wenn du nicht literally auf deinen Zwerg klicken könntest und die Tränen in seinen Augen in seinem Inventar sehen könntest, weil er gerade irgendwie sad ist oder so. Das ist halt Peak DF, ja. Das ist halt, so ist dieses Spiel halt. So, Konversation. This includes supporting the current adventure mode system of interleaving speech and actions and having 3 or more participants in conversations. Das war auch ein bisschen, wie gesagt, alle Systeme waren ein bisschen clunky. Ich hoffe, dass sie das hinkriegen. Auch das Konversationssystem, es ist halt cool, aber es ist clunky gewesen. Das ist mein Main Complaint gewesen. Es war mir alles zu clunky im alten Adventure Mode. Ich hoffe, dass sie das mit diesem Interface-System, was sie halt bis jetzt eigentlich ganz gut implementiert haben, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass sie das damit alles ein bisschen überarbeitet kriegen und der Character Generator. You can make a whole party in Adventure Mode. You can make a whole party? Das ist, glaube ich, neu.
Ich glaube, das war vorher nicht so. Also man konnte zwar Leuten sagen, dass sie einen followen soll, aber anscheinend kann man jetzt direkt reinspawnen mit einer ganzen Party an also mit quasi einer ganzen Gruppe, so einem kleinen Squad quasi. Und die Character Creation Options sind komplex. We have to update the system. Okay, also es wird anscheinend wird das nochmal verbessert, oder was? Ich meine mich erinnern zu können, dass das damals ein bisschen limitiert war. Das eigene Charakter erstellen, aber trotzdem echt ganz cool und ganz gut. So, wir lesen weiter. More, wer Visa individually much less complicated and risky and above. Also das sind noch ein paar andere Sachen, die sie noch machen müssen. Die Statusbildschirme für Wounds und so weiter und so fort. Okay, cool. Also es wird ähnlich sein wie im Fortress Mode, steht hier auch mehr oder weniger. Journal Screen, Quests and Knowledge. We may integrate this with Legends Mode. Oh, okay, das ist interessant. Also werden sie wahrscheinlich den Legends Mode und den Journal, also das, was du als Spieler halt weißt, weil logischerweise ein Charakter weiß nicht alles über die Welt, ne? Du bist kein omnipräsenter Gott, der alles weiß. Das bist du nur im Legends-Modus logischerweise. Aber du kannst auch Dinge rausfinden, dann hast du, glaube ich, so eine Seite gehabt, wo irgendwie drauf stand, so, ja, keine Ahnung, der Drache XY wohnt da und da, geh den mal killen. Und dann konntest du dich halt selber entscheiden, ob du den killen gehen willst oder nicht oder was auch immer. Das wird wahrscheinlich irgendwie mit dem Legends-Mode-Viewer irgendwie kombiniert in irgendeiner Form, können wir vorstellen, anscheinend. Crafting and Other Powers. Adventure Mode ist highly moddable. Ja, das weiß ich auch noch. Da gab es irgendwie so einen Super Saiyajin Mod zum Beispiel. Ich kann mich noch daran erinnern, irgendwas gelesen zu haben, von dem, der so einen Mod installiert hat und dann irgendwie hingegangen ist und ein Goblin irgendwie gegrapscht hat und irgendwie durch einen Berg durchgeschmissen hat und den Berg mit dem Goblin zerstört. Irgendwie so absolut absurde Geschichten. Ich erinnere mich finster. Da war was, ja. Es gibt durchaus sehr, sehr lustige Mods. Oder wird wahrscheinlich dann auch im Steam Release sehr, sehr lustige Mods zu diesem Modus geben. Potenziell die lustigsten Mods, weil ich meine, im Festungsmodus kann man nur. You can only mod that much in, ja. Da gibt es, glaube ich, auch schon irgendwie eine Pokémon-Mod oder sowas, aber ja, da kann man halt richtig wilde Sachen reinmodden, logischerweise. We need to support vast many of magical powers and abilities, pet any animal. Okay, sure, I'm down. Very small menus slash actions, widgets, stealth, movement tracking, odors. Okay, also man kann anscheinend die Gegner auch riechen. das ist natürlich besonders interessant bei stinkenden Goblin-Camps oder sowas, I guess. Party Controls, Combat Options etc. und Audio Integration. Okay. Also der Adventure-Modus wird nochmal. Also ich muss sagen, die Audio-Integration im Festungsmodus, ich meine, da gibt es halt nicht so viele Sounds, sag ich mal, ne? Das war halt eher so atmosphärische Musik. Und dann hörst du mal so Pling Pling Plong, weil irgendein Zwerg hat gerade irgendwas hergestellt oder sowas. Keine Ahnung. Das war jetzt nicht so krass, aber für den Festungsmodus war das schon eigentlich echt ganz cool gemacht. Und wenn das genauso kreativ umgesetzt wird oder so gut umgesetzt wird im Adventure-Modus, muss ich sagen, dann ja, das wäre schon cool. So, was? Cabin Building? Cabin Building wasn't properly feature-rich in Classic Adventure Mode. We'd love to expand on it, but it's definitely more optional to the Adventure Mode experience. Also anscheinend kann man sich in Zukunft. Ging das schon damals? Konnte man damals? Wasn't properly feature-rich. Ich kann mich nicht erinnern, dass man Dinge bauen konnte im Adventure Mode damals. Also ich habe es selber nie gemacht, ist das Ding. Es kann sein, dass es eh schon ging. Aber anscheinend kann man jetzt dann in Zukunft sich auch so eine eigene kleine Base bauen oder sowas. Sehr cool, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Ja, Work in Fortress Mode wird weitergehen, logischerweise wird das Spiel gelocalized werden, also auf Deutsch zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich wird das Spiel nicht gelocalized werden. Gibt es aktuell eine deutsche Version des Fortress Modes? Wahrscheinlich irgendeine Fan-Translation vielleicht. Aber ich glaube, soweit ich weiß, gibt es. Das kann man, glaube ich, eh aktuell nur auf Englisch spielen, das Spiel, oder? Ich weiß auch gar nicht. Eine Mac-Version, keine Ahnung. Gibt's da irgendwas? Ich bin kein Mac-Spieler, aber für die Mac-Spieler unter euch. We won't be able to start development of a Mac version until after its release. Also es wird so ein bisschen. Die Mac-Freunde unter euch, die müssen noch ein bisschen länger warten, leider anscheinend. Und Steam Achievements kommen eventuell auch irgendwann. Cool, okay, Steam Achievements wird es also wahrscheinlich auch nach dem Adventure Mode geben, eventuell. Das ist natürlich auch ganz nice. Das ist ganz cool. Ich meine, ich bräuchte die jetzt nicht. Ich finde es immer cool, wenn Spiele Achievements haben, aber ich bräuchte die jetzt nicht zwingend in einem Spiel wie Dwarf Fortress. Das ist halt so ein offenes Sandbox-mäßiges Spiel, deswegen. Ja, könnte ich auch ohne leben. Und jetzt kommen wir zum neuesten Post, denn da gibt es einige Bilder jetzt auch. Ich vermute, das hier wird vielleicht die World Map sein, hier oben, was wir angeteasert haben, hier oben in der Leiste, ich weiß nicht. Aber ja, so, am 16. November. Wir haben heute den 18. November, am Tag der Aufnahme. Und das heißt, vor 2 Tagen wurde es ja actually gepostet. Ich dachte irgendwie schon, das ist ja schon länger, ja. Aber ja, so, hey Jurists, also hallo liebe Zwergenmenschen, Zwergenfreunde. Es ist ein bisschen länger als einen Monat her, seit dem letzten Roadmap-Post, das kann gut sein. Aber ja, für mich nicht, denn ich habe ihn gerade eben euch vorgelesen und jetzt, also für uns nicht, also ja. If you haven't had a chance to read it yet, was wir gerade gemacht haben. So, since then, we've been working on a ton of new procedural portraits for goblins, kobolds and animal people. Okay, sehr cool, also jetzt, ich vermute mal, das sieht ja irgendwie knuffig aus. Ist das hier so ein Hippo-Mensch oder was, ja? Ein Hippo-Man, der Hippo-Man-Wrestler. Ja, cool, also es gibt anscheinend auch prozedurelle Bilder hier für so Hippo-Menschen und sowas. Which will be added to both Adventure Mode and Fortress Mode, sehr schön. Also im Festungsmodus wird es das auch geben. To stare, assuming we will be able to stare into the face of every single being you encounter. Sehr, sehr, sehr cool. Oh, every single being, auch von Forgotten Beasts und sowas, das stelle ich mir cool vor. Oder von so
unserem Bronzekolossen. Forgotten Beast, Bronzekolosse, das stelle ich mir cool vor. Watching humanoids slowly go insane from sobriety or die of dehydration was never so personal. Warte, was? Man kann sehen, wie die besoffen werden? Was? Das ist ja ganz neu sein, das klingt ja sehr cool. Okay, man kann literally Leuten dabei zugucken, wie sie sich besaufen oder dehydrieren oder wahnsinnig werden. Sehr, sehr, sehr cool. Also da bin ich großer Fan von. Da wird es ja nochmal extra special, wenn ich irgendwelche Goblins in lustige Fun-Spaß-Contraptions reinstecke, in denen sie sehr viel Spaß haben, die bestimmt auch nur ganz leicht tödlich sind. Ja, anyways. So, das ist einer der ersten Screenshots aus dem neuen Adventure-Mode. Stimmt, wir haben ja noch mehr von dem UI darauf, wo ich gerade noch gar nicht geachtet. Also wir sehen hier, das ist übrigens auch so ein Trademark-Ding vom Adventure-Mode, wie ihr seht. Also wir haben hier Türen in diesem Raum und wir können den Raum sehen, aber außerhalb logischerweise nichts, weil wir sind halt kein, ne? Wir sind nicht der Festungsmodus-Gott, wir sehen nur den Raum selber quasi. Erst wenn ich die Tür jetzt hier öffne, also wenn wir jetzt hier zu der Tür hier rüberlaufen und diese Tür hier öffnen und rausgehen würden oder ne, rausgucken würden, dann sehen wir halt, was hier draußen abgeht. Und auch da sehen wir, glaube ich, nicht alles. Da sehen wir dann quasi nur so eine View-Cone quasi, ne, so ein Field of View quasi. Und hier wäre dann immer alles schwarz, glaube ich. Irgendwie so oder so ähnlich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. So, hier ist mal, an ambitious Hippo Man at a Tavern. Ja. Maybe you can convince him to join you on your party. Ja, wie gesagt, das ging damals auch schon, dass man hier sagt, jo, komm mal mit mir mit und hilf mir mal. Und dann sagt er eventuell so ja oder halt auch nein. We also see Adventure Mode UI coming along with your character's portrait. Oh, wir haben auch ein eigenes Charakterporträt, stimmt, ja. In the bottom left as well as all the new buttons for various actions you can do. Die haben wir ja gerade auch schon gesehen. Da hat sich, glaube ich, ein bisschen was geändert, oder? Das waren noch vorher irgendwie zwei Reihen. Oder, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so ein Aufklappmenü, dass man irgendwie als ob irgendein Knopf draufklickt und dann klappt sich diese zweite Reihe, weil hier waren noch zwei Reihen, oder? Nee, nicht nur eine zweite Reihe. Vielleicht klappt sich das irgendwie dann auf oder so, ich weiß nicht, oder ist woanders, an anderer Stelle. Sehen wir das irgendwo anders? Ja, hier, da ist das da, okay. Das ist da so links und dann haben wir da rechts ein paar Knöpfe. Interessant, so. Below we also have a first look at the Adventure Mode World Map. Das ist die World Map, die wir hier oben gerade schon kurz gesehen haben. In etwas größer nochmal. Ja, sieht ganz cool aus. Also, gut, hier ist. Das sieht mir so aus, als wäre das hier irgendwie alles, was generiert wurde, und das hier ist halt so platzhaltermäßig. Keine Ahnung. As you can see, towns are represented. Never mind. Ah, oh, das ist ja mega cool. Das ist einfach. Jetzt macht es plötzlich Sinn, was ich gerade sehe. As you can see, towns are represented in much more detail, including roads, farmplots and homes. Village Shield acts as the marker for your party as you move through the map to reach new points of interest. Das hier wird also, ja, das wird der Shield hier sein. Und das hier wird die Town sein. Das ist ja mega cool. Das heißt also quasi, wenn man auf der World Map, also auf der alten World Map für den Fortress Mode und so weiter und so fort und beim Weltengenerieren, wenn man da quasi so ein Feld hatte, wo drauf steht Town, ne, also da ist eine Humanoid Town oder was, dann ist das hier quasi die Town und das hier sind so die Felder drumherum oder sowas wahrscheinlich. Also man hat jetzt eine viel, viel detailliertere Minimap, sag ich mal. Das sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Das finde ich sehr nice. Aber das wurde ja auch schon angekündigt, also in einem anderen Post, dass das eine Minimap geben würde. Aber die sieht auf jeden Fall auch sehr, ja, sehr schön aus. Weiß nicht, sieht gut aus. Mag ich, gefällt mir. So, we will have more to show with Adventure Mode as well as more accurate release time frame. In a couple of weeks, also eventuell in einem Monat oder sowas. Oder in ein paar Wochen. Vielleicht lade ich das wieder nochmal ein extra Video hoch, ich weiß nicht. Falls euch das interessieren sollte, haut mir lieben gerne mal in die Kommentare, ob ihr dieses News-Video jetzt hier gut findet. Keine Ahnung, ich habe zu Dwarf Fortress noch nie so ein News-Video aufgenommen. Zu Cubeworld Omega lade ich in letzter Zeit immer wieder mal News-Videos hoch, wenn es da was Neues gibt. Aber das ist nochmal ein bisschen, weil das ist jetzt nur so ein kleines Update. Aber dann wiederum ist es ein Update zum ganzen Modus, quasi, der noch nicht im Spiel ist, aber von dem ich weiß, dass es ihn gibt und dass er gut ist. Deswegen, ja, haut mir lieben gerne mal in die Kommentare, wie ihr Videos jetzt hierzu findet. Keine Ahnung. Würde mich mal interessieren. Ob es da Interesse dran gibt, dann kommt auf jeden Fall noch mehr zu, wenn es da mal wieder hier ein Update gibt. So, if you're curious to pore over the little pixel icons and implications. Blind did a little livestream, grilling Tauren und Zack of Adventure. Also gibt es anscheinend einen kleinen Stream, wo hier die Devs befragt wurden. Also Tauren und Zack sind übrigens die beiden Brüder, die das Spiel quasi. Oder Tauren auf jeden Fall. Tauren Adams und Zack. Nein, beide. Das sind die beiden Brüder, oder? Tauren und Zack Adams. Sind die das? Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich meine, das müssten die beiden sein, ja. Also das müssten die beiden. Das müssten die beiden Brüder sein, die das Spiel quasi entwickelt haben oder zusammen entwickeln. Also nicht spezifisch den Steam Release, sondern Dwarf Fortress generell. Und die wurden hier anscheinend ausgequetscht von einem lieben Freund. Der dann mal ein paar Fragen zum neuen Adventure Mode gestellt hat. Also, das könnt ihr euch lieben gerne angucken, I guess. Ich werde jetzt da nicht drauf gehen, aber ihr könnt euch das lieben gerne selber angucken. Ich weiß nicht, ob ich hier den Newsfeed vielleicht auch einfach mal im Video verlinke in der Beschreibung. Habe ich mir noch nicht überlegt, keine Ahnung. Wenn nicht, ihr findet das auf Steam, auf der Dwarf Fortress Community Seite unter News oder whatever. Da könnt ihr das Ganze finden. Es gibt auch anscheinend auch einen neuen Bug-Tracker. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da vielleicht auch schon so ein, zwei Details im Adventure Mode vielleicht lesen kann. Ich weiß nicht, ob die Adventure Mode Bugs quasi öffentlich auf dem Bug Tracker gerade aktuell geführt werden, sag ich mal, aber vielleicht kann man da schon die eine oder andere lustige Sache zu erfahren, dadurch so indirekt. Und anscheinend gibt es neuen Merch zu Dwarf Fortress. Auch das T-Shirt, die sind gar nicht mehr so. Gar nicht, die sind actually beide. Generell, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, das Merch, muss ich sagen. Aber ich werde mir davon wahrscheinlich nichts holen, aber. Ja, vielleicht auch doch, wer weiß. Wer weiß das schon. Aber ja, die Merch-Freunde unter euch, die können sich jetzt hier eindecken mit Dwarf Fortress Merch. Anscheinend gibt es da neuen Merch. Ja, gut zu wissen.
Aber gut, ich würde sagen, das wär's soweit fürs heutige Video. Lasst mir lieben gerne ein Abo da für weiteren News, Video-Content, I guess. Ja, bin gerade überlegen, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ja, genau, also für News-Video-Content und aber natürlich auch anderen Content. Ja, also ich lade nicht nur jetzt hier so Kram hier hoch, nicht nur Cube World und Dwarf Fortress in die News-Videos, sondern ich lade natürlich auch Guides zu Dwarf Fortress hoch. Ich habe vor, bald so eine Art Challenge-Festung zu starten, eventuell. Wenn ich mit meiner Beginner-Guide-Festung, Anfänger-Guide-Festung quasi durch bin, dann werde ich da wahrscheinlich vielleicht mal so eine Art schwere Challenge-Festung, LP-Festung, was auch immer starten. Ich habe mir da noch nicht so die mega genauen Pläne zu gemacht, aber das habe ich in nicht allzu mega ferner Zukunft vielleicht mal vor. Ich muss mal schauen. Ja, genau. Also das, ich meine, ich habe es schon mehrfach erwähnt, aber ja, es gibt diverse Kurztipps-Videos auf meinem Kanal zu Dwarf Fortress. Besonders interessant ist aber wahrscheinlich für die meisten Leute von euch, solltet ihr den Festungsmodus noch nicht gespielt haben und ihr wollt ihn mal spielen, meine Dwarf Fortress Anfänger-Guide-Reihe. Da habe ich eine ganze Reihe, wo ich halt vom Welten generieren bis zum später dann advanceden Festungsbauen, das steppe ich mit euch quasi so Let's Play-mäßig, aber es ist halt kein Let's Play, sondern es ist so ein Erklär-Let's Play. Da erkläre ich quasi alles, was man so wissen muss. Zum Thema Festungsbau in Dwarf Fortress, vielleicht verlinke ich die Playlist hier oben rechts gerade mal an der Stelle, ich weiß nicht, wenn ich da dran denke. Da könnt ihr lieben gerne mal vorbeigucken, solltet ihr den Festungsmodus spielen wollen, weil den Adventure-Modus gibt es jetzt gerade noch nicht. Aber solltet ihr da noch nicht so richtig reingefunden haben und ihr wüsst gerne, wie das Ganze alles so geht und läuft in dem Modus, dann schaut da lieben gerne vorbei. Da erkläre ich alles ganz kleinschrittig, detailliert und genau, damit ihr ja gut in den Festungsmodus quasi reinfindet. Aber das wäre soweit fürs heutige Video, würde ich sagen. Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder zu einem weiteren interessanten News-Post zum Adventure-Modus. Ich weiß nicht. Mal schauen. Was man bis jetzt so davon gesehen hat, muss ich sagen, sieht sehr, sehr cool aus. Ich weiß halt, dass der Modus eh sehr, sehr cool ist. Das ist halt das Ding. Aber bis jetzt fand ich ihn immer etwas clunky. Aber es sieht mir sehr danach aus, also es sieht sehr promising aus. Ich sag's mal so, wie es ist, sag ich mal. Der Modus sieht sehr, sehr promising aus und sieht aus wie eine würdige Konversion und ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Upgrade vom alten Pre-Steam-Adventure-Mode zum jetzt auf Steam-Adventure-Mode mit coolen Texturen und besserem UI und besserer Usability, sag ich mal. Das wird bestimmt sehr, sehr cool. Da freue ich mich schon mega drauf. Da wird, wie gesagt, auch einiges noch zu kommen bestimmt, wenn es dann irgendwann mal raus ist auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, wär's das damit an der Stelle, aber es ist wirklich erstmal soweit fürs heutige Video. Ich wünsche noch einen schönen Resttag. Wir sehen uns hoffentlich bald in einem weiteren Video von mir wieder, in meinem nächsten Video wieder, was auch immer. Lasst mir gerne Abos, Likes, Kommentare da, um mir etwas Unterstützung dazulassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fällt euch!